Wir schauen uns das Video hier an. Krankrafter. Krankrafter hat meinen Traum wahrgemacht und war einen Tag persönlicher Koch für Jumbo Schreiner. Ich hoffe mal, dass das ein oder andere Schnitzel weggehämmert worden ist an der Stelle, Digga. Das schauen wir jetzt mal ganz kurz ran. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr lest richtig im Titel. Ich koche heute für den Mann, der, als ich klein war, meine Träume gelebt hat. Meine Fastfood-Träume. Der Mann, der deine Träume gelebt hat. Wer? Der nach Amerika fliegt, um den besten Burger der Welt zu essen. Mhm. Jumbo Schreiner. Ihr habt es richtig gehört, Leute. Ich habe vor, keine Ahnung, 24 Stunden erfahren, dass ich eine Möglichkeit hätte, mit ihm zu drehen. Mhm. Und ich habe mir hier ein Airbnb gemietet in Düsseldorf, alles zusammengepackt, eingekauft. Sehr stressige Stunden bis hierher auf jeden Fall. Das Airbnb sieht absolut schrecklich aus, Digga. Aber jetzt fokussiere ich mich ganz darauf, Jumbo das beste Essen zu machen. Deking, Digga, danke schön für die 5 Gipfel-Zubs. Jetzt reicht's, ja? Jetzt reicht's, Digga. Dankeschön. Lass es, Deking. Lass es. Was es gibt. Erstmal nicht hier. Ich mache aber das Beste. Schreibt mal alle in die Reaction-Kommentare, dass Deking so dumm ist. Der gibt alles Geld, was er mit einem Video ausgibt, was er mit einem Video verdient, wieder aus. Was ich immer zum Frühstück gemacht habe, die Breakfast Burger. Wir legen los. Oh, Breakfast Burger. Und das sind die Zutaten, die wir brauchen. Okay. 2 Gemüsezwiebeln, 8 Eier, Bacon. Wieso ist da so ein japanisches Zeichen an der Wand? Schnittlauch, Butter, Creme Fraiche und Burger Buns. Wir fangen an, indem wir die Zwiebeln schneiden. Ich muss mich hier jetzt erstmal zurechtfinden. Wir skippen so ein bisschen durch, ne? Die letzte Zeit. Aber eigentlich will ich Max gar nicht sehen. Ich mag Max sehr gerne, aber ich will lieber Jumbo sehen, wisst ihr? Mann, auf. Der Henry 99, Dankeschön, Bro. Kuss. Ist cool hier, ne? Ja, finde ich cool. Ich finde es auch cool. Wir geben jetzt 8 Eier in unsere Glasschüssel. So, ich rühre das Ganze jetzt konstant. Also ganz wichtig, dass man da nicht absetzt. So wird das Ei nämlich super, super weich. Ihr seht hier, die Eier werden jetzt langsam so ein bisschen, ja, wie sagt man, die kriegen so kleine Knoten drin, aber es ist trotzdem noch sehr flüssig, das Ganze. Dann geben wir einen weiteren Esslöffel Butter. Digga, Max ist so ein Goat, was Kochen angeht. Esslöffel, oh, Junge. Fresh. Ich gebe mir immer Mühe, alle amerikanischen Rezepte, die ich benutze, aus Amerika zu beziehen und alle italienischen aus Italien. Okay. So, wir geben jetzt ein bisschen Schnittlauch rein. Dankeschön, Bro. Rühren den auch noch unter. Die Eier haben jetzt wirklich eine sehr schöne Konsistenz. Dann ist es auch Zeit für uns, so richtig cremiges Rührei, ne? Also so sollten unsere Eier aussehen, wenn sie fertig sind. So schön, so ein Widerstand, fluffig. Gebe ich mal noch ein wenig Butter in die Pfanne. Digga, das sieht doch so geil aus, Chat, oder? Das sieht doch so geil aus. Ich habe noch nie so Rührei gemacht. Geben wir unsere Brötchen rein. Kannst du während des Videos das Maul halten? Ja, kann ich. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht eine schöne Scheibe Bacon besser machen würde. So, ich hole jetzt den Bacon hier raus. Oh, Leute. Jumbo hat gerade gesprochen. Habt ihr es gehört? Da war Jumbo. So ein bisschen Mayo rein. Dann Worcestershire Sauce. Das rühren wir ein. Worcestershire Sauce. Geil. So, Leute, hier sind alle Zutaten. Karamellisierte Zwiebeln. Das sieht so geil aus, Digga. Burger Buns angetoastet. Wolf 767, danke schön, Bro, für deine 1000 Bits. Kuss, Digga. Kuss, vielen, vielen Dank. Ich habe auch schon von hungrigen Augen angeschaut. Ihr werdet gleich Jumbo erstmal im Video sehen. Wir geben oben und unten ein bisschen Spicy Mayo drauf. Also, da kriege ich sogar als Veganer, ich bin nicht mal Veganer. Ich bin so dumm, Also, erstmal unsere eine Lage Ei. Dann kommen darauf die karamellisierten Zwiebeln. Dann kommt auf die Oberseite unser Bacon. Und jetzt geben wir den Käse drauf. Und der Käse wird angeschmolzen. Junge, wenn der Käse angeschmolzen Halt's ist, Maul. Mir zu. Digga, das sieht so geil aus. Scheiß auf den Bacon darunter und dann läuft das Ding. Für die Subs. Oh, Junge. Oh, man. Oh, fuck. So, oh. Jumbo, Katja, erstmal herzlich willkommen in Jumbo hat abgenommen. Meinem Video. Oder? No front. Hier ist der Breakfast Burger, den ich für euch beide zubereitet habe. Der ist sehr skeptisch, man sieht das. Das Ganze läuft bei mir auf dem Kanal so ab. Der sieht erstmal ein bisschen klein aus, ne? Das kommt drauf an. Für dich ist der klein, für mich ist er ganz klein. Okay, sehr gut. Du bist aber nicht der große Frühstücker eigentlich, oder? Ohne Espresso geht gar nichts. Der kommt. Espresso brauche ich immer. Das ist quasi wie, wenn beim Auto die Batterie kaputt ist. Ja. Und du kommst mit dem Kabel und machst bzzzt. Das ist mein Espresso. Okay. Mhm. Espresso, ein kalter Saft, Fenster auf. Wenn wir bei mir zu Hause wären, hätte ich dir einen sehr guten Espresso machen können. Reden wir nicht lange rum. Es läuft so. Jeder Burger hat einen Namen. Das ist der Breakfast Burger. Der Max Breakfast Burger. Max Breakfast. Marketing ist alles. Okay, ihr nehmt den ersten Bissen. Dann geht die Kamera aus. Ihr lasst ihn komplett auf euch wirken, während ihr ihn aufessen lässt. Dann geht die Kamera wieder an und du bewertest das Frühstück. Was sagt man beim Breakfast Burger? Guten Morgen. Mariva, danke schön. Kuss. Grüße geht raus. Danke schön. Allerhöchstens deine Augen. Bacon bei, Freunde. Alter. Alles klar. Wir sehen uns gleich. Alle Teller. So geil, wie der da reinbeißt. Ich will, dass der in mein Bein beißt.
sind leer gefegt. Du hast deinen Kaffee. Guten Morgen, guten Morgen. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Hey, du Raven, MCC, danke schön für die Gifted Subs. Kustiger, danke, danke schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Deswegen lobe ich sie auch. Weil das kriege ich später Ärger. Ich krieg Dankeschön, Dankeschön. Nummer zwei. Und das rechnet dir sehr hoch an. Muss ganz kurz ausholen, wenn du so Galileo-Geschichten machst. Ja. Mhm. Wir kochen, wir informieren über das, was wir kochen. Dann kommt das Gekochte schön angerichtet auf den Teller. Dann filmst du das. Und dann kommt meine Redakteurin und sagt, Moment, jetzt machen wir das noch so. Ja, dann machen wir das so. Och nein, ach nein, Digga. Bis der Scheiß bei mir landet, kalt, ist das Ding kälter als vorher, bevor du angefangen hast zu kochen. Es war brutzlig heiß, deine war auch noch warm. Mhm. Ich mag die Art von herzhaften Frühstück gern. Okay. Es gibt ja eher, bist du der Honigtyp? Willerkeks, Digga, danke schön. Alles. Kuss für die 4 Monate. Ich bin eher der salzige Typ. Ja. Ich finde das gut. Die Kombination ist super. Eier. Ich hätte mir einen Hauch Salz noch dran gewünscht. Okay. Aber ich bin ein salziger Esser. Was mir wirklich gut geschmeckt hat, on top, war Bacon, die Soße. Ist ja so, wenn man mit der Soße übertreibt in der Früh, das muss leicht pikant sein und den Tag einleiten. Und das war... Digga, Jumbo, kulinarischer Feinschmecker-Boss, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, der frisst einfach nur Pommes. Frisst vor allen Dingen. Was bin ich für ein Ehrenloser? Absolut der Fall. Also ich muss schon mal sagen, mit normalen Prime. Die differenzierteste Antwort, die ich auf die Frage, wie hat es geschmeckt, bisher bekommen habe in diesem Format. Wenn du das Ganze jetzt bewerten müsstest auf einer Skala von 0 bis 10, was würdest du der Sache geben? Zeigst mir eine Zahl mit den Fingern, mit einer Hand und ich zeig dir eine Zahl. Na? Okay. 1, 2, 3. Wie viel sind das? Das sind 5. Und das sind? 2. Sind? 7. 9,7 für den Frühstücksburger. Boah, Digga, was? 9,7 aus Stein. Stark, Digga, Leute, stark. Wirklich gut. Aber hat natürlich auch was damit zu tun, dass er ab heute das Ding jederzeit, zu jeder Uhrzeit für mich machen muss. Mike, schau, danke schön für dein Primary Sub. Kuss. Das ist Spanisch. Ganz passend zu Katjas neuem Song, der jetzt rausgekommen ist. Spanische Tapas, spanische Liebe. Das ist die Bisschen, das kam jetzt gerade aus dem, also es kam jetzt sehr, sehr plötzlich. No front, aber es kam sehr plötzlich. Und wenn es scheiße wird, gibt's spanische Hiebe. Oh ja, Jumbo, gib mir spanische Hiebe, du geiler Mann. Machen wir so. Alles klar, Leute. Bis zum Mittagessen. Ihr habt es gehört, Tapas zum Mittagessen. Das ist immer eine Herausforderung, weil man relativ viel auf einmal machen muss. Ich habe hier was vorbereitet und ich muss also eigentlich sogar noch parallel fürs Abendessen was vorbereiten. Dementsprechend viel zu tun. Wir machen erstmal die einfachste Sache zuerst. Klar. Oliven. Ich habe sehr gute Oliven gekauft und die sind fertig. Brauchen wir all das hier. Walnüsse, Thymian, Walnüsse. Cherry-Tomaten, Käse, Airbnb auch das Video schauen werden. Tut mir leid, ich habe keinen Honig gehabt und habe mich einfach mal bedient. Ich nehme nur ein ganz klein bisschen. Also wir bereiten hier einfach mal vor, das hier ist eine Ofenform. Wir nehmen unseren Feta und den breche ich ein bisschen zurecht, sodass das sieht geil. Ich glaube, das wird geil, was der da macht. Dann fülle ich einfach so ein bisschen die Ränder auf, weil logischerweise kommt der nicht rund daher. Dann nehmen wir ein paar Walnüsse. Wir ist das geil oder die scheiße? Walnüsse ein bisschen Chat, was sagt ihr? Einfach in den Händen. Die gehen nicht mit in den Ofen. Ich möchte noch im Video ein paar Worte da lassen. Hallo, mein Name ist David Henrichs. Bitte like das Video. Es ist sehr viel Aufwand und Max kocht wie ein junger. Den hasse ich und den auch. Gott, tschüss. Ihr habt Dave gehört. Wir fügen ein wenig Thymian zu unserem Ziegenkäse hinzu. Die kann man aber auch einfach ganz lassen, die Äste. Gibt nur ein bisschen Geschmack ab. Oh, und dann nehmen wir hier Thymian. Das von diesem unglaublich geilen Olivenöl. Hier seht ihr schon meine Vorbereitung, aber ich das schneide wird, für den Feta erstmal noch die Cherry-Tomaten so geile in Viertel. Tapas-Pfanne. Aber der Satz, alles ist mit Bacon besser. Oh, Digga. Hätte, da, Leute. Oh, Digga, als Vegetarier. Das. Wisst ihr, was das Schlimmste für mich als Vegetarier war? Aufzuhören zu essen. Datteln im Speckmantel. So dumm und random. Datteln im Speckmantel. Wie kann man denn so blöd sein? Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Wie, also ich habe wirklich alles Fleisch, ist mir egal, außer Datteln im Speckmantel. Alles ist mir egal, außer Datteln im Speckmantel. Apfel mit Senf empfehle ich, bist du dumm? Lass das. Oh, Dattel mit Speckmantel, Junge. Ist doch einfach. Nein, das ist die spanische Liebe, ich kann's nicht essen. Ich habe mich committed. Du bist nicht mal Vegetarier, okay? Ich mal für Jumbo koche.
Ich hätte es nicht geglaubt. Man da hätte es wahrscheinlich auch mir vor einem Jahr erzählen können, als ich so ein bisschen lost unterwegs war und nicht genau wusste, mache ich YouTube weiter, was mache ich überhaupt? Hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. So, ich bringe jetzt mal das Wasser hier zum Kochen, füge ordentlich Salz hinzu. Oh ja, geil, und wir geben einen Teelöffel Backpulver dazu. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas mit Kartoffeln mache. Es macht die einfach unfassbar knusprig, weil dadurch die Oberfläche vergrößert wird. Dann geben wir auch schon unsere Kartoffeln hinein und kochen sie für 10 Minuten vor. Okay. Und hier fressen wir jetzt 3 Knoblauchzehen hinein. Knoblauch, wir wollen aber nicht, dass der Knoblauch braun wird. Also da auf jeden Fall drauf aufpassen. Im Knoblauch geben wir noch ein wenig Salz. Und ich würde auch Pfeffer dazu geben, wenn ich wüsste, wo welcher ist. Dann nehmen wir uns unser kochendes Wasser. Wir können jetzt hier ruhig ein bisschen abdampfen. Und jetzt trennen wir den Knoblauch vom Öl. Nochmal mit einem kleinen Sieb. Den bewahren wir auf und fügen ihn zum Schluss wieder hinzu. Werfen wir sie ein bisschen hin und her, um an der Oberfläche eine kartoffelbrei-artige Textur zu erzeugen. So sollte das Ganze aussehen. Dann machen wir unseren Backofen auf. Oh, das sind diese geilen Kartoffeln. Wie heißen die nochmal? Spanische Kartoffeln. Wie heißen die? Patatas fritas. Das ist die spanische Liebe. Und die gehen wir jetzt für 20 Minuten in den Ofen. Wir machen jetzt weiter mit unseren Albornigas. Dazu gebe ich zunächst ein paar zerhackte Walnüsse in die Schüssel. So fein es geht. So, kommt auch dazu. Knoblauch. Dann ein Ei. Dazu kommen 2 großzügige Esslöffel Paniermehl. 250 Gramm Hackfleisch. Mittlerweile habe ich auch Pfeffer gefunden. Dann Salz. Und dann verknete ich das Ganze. Geil. Jetzt formen wir unsere Albornigas. So, Alvin. Ich lasse eine Pfanne mit Öl heiß werden. Und jetzt braten wir die einfach schön von allen Seiten golden an. Oben braten die Albondigas. Unten sind die Kartoffeln mit der Hitze. Okay, gut. Wir schauen, ich will wissen, wie das schmeckt. Ja, passt auch. Aber das ist nicht das Schlimmste davon. Ich will sehen, wie es ist. Ein Tapasladen bei mir um die Ecke. Und das sind meine Favorites. Erzähl mal was zu der Aioli. Es ist keine. Es ist einfach Mayo. Ja? Oh, oh. Von allem mag ich nicht. Ich darf ja nichts sagen. Genau, wir sagen nichts, sondern die Kamera geht jetzt aus. Wir sehen es gleich. Bei dir ist ja quasi Schnauze halten Programm, gell? Schweigepflicht. Teller sind leer gefegt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und die Schüsseln fast auch. Euer Pieper, ja, fast auch. Aber oh, oh, Jumbo sieht gar nicht zufrieden aus. Sie sieht gar nicht zufrieden aus. Oh, der haut dem bestimmt gleich eine rein. Ja, was von dir ein bisschen geschmeckt? Oh, der haut dem eine rein. Der haut dem in die Zähne, haut er dem. Und die Hackbällchen. Also der Käse mit einer Nasenspitze vorne. Aber die Hackbällchen sehr gut, weil frischer Knoblauch und richtig, also die waren richtig locker. Wir sind zum Glück unter uns hier mit der Knoblauchfahne jetzt. Wenn man schon nach Knoblauch stinkt, dann soll es wenigstens gut geschmeckt haben. Ist ja blöd, wenn du irgendwie nach Knoblauch stinkst und das war die 1 Euro für 1 Kilo billige Knoblauchsoße auf dem Döner. Ja. Die Hackbällchen leider hinter dem Ziegenkäse, aber der Ziegenkäse war richtig Bombe. Das Feta-Käse. Schau, es geht schon weiter. Es ist alles wirklich gut. Oh. Ich hätte mir gedacht. Wir denken, glaube ich, das Gleiche, oder? Falls ihr mal bei Galileo eine Frage habt, Katja beantwortet das gerne. Sag mal. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das nur Mayonnaise ist und keine Aioli. Ja. Weil ich liebe Aioli. Ansonsten hättest du auf jedes einzelne die volle Punktzahl bekommen. Boah. Aber weil Aioli. Anfängerfehler. Jeder weiß, dass Jumbo Mayonnaise hasst. Mehr so ein Alibi-Paste ist. Alibi-Joli. Ist es eine, also ich sage 9,5 ist okay für dich, oder? Mhm. 9,5? Ja, ja, klar. Und Mama, du kriegst noch ein extra Herzchen von mir für das Geschirr. Okay, das gebe ich weiter an die Vermieter hier im Airbnb, aber ich finde auch, dass es sehr, sehr gut gepasst hat. Angefangen, das ist ja immer eine recht zeitintensive Sache, aber hier ist auf jeden Fall schon sehr viel Liebe drin. Den werden wir jetzt gleich ausrollen. Der Teig? Pizzaofen heizt schon vor. Pizza. Und dann Geschichte. Jetzt gibt es italienische Liebe. Gerade dann gut, wenn man es simpel hält. Was ist die beste Pizza? Die große Krabbe Pizza. Immer die nächste. Und dann ist die jetzt sehr gut, weil ihr seid so nah an der Absolut. Pizza. Deswegen sitze ich auch hier noch extrem gechillt und beruhigt. Wir mähen ein bisschen die Arbeitsfläche. Jumbo. Jumbo sehr sympathisch im Video. Das Ding hatten wir auch mal bei uns. Im Grund, kann man voll, sehr gut Shisha-Kohle mitmachen. Sag das nicht Max, okay? Jetzt bitte, damit er weiß, was ihm blüht. Feierabend. Du weißt, was das ist? Ja, der Pate. Und du weißt, was passiert, wenn dem Paten die Pizza nicht schmeckt. Digga. Craftino hat eine Pizza für mich gemacht. Digga, der... Eine Pizza voll Liebe und Leidenschaft. Oh Gott. Aus der alten Heimat, aus Italien. Musik aus. Probiert. Ihr kennt den Spaß. Die Kamera geht aus. Und dann backe ich uns vielleicht noch 2, 3 weitere Pizzen, aber erstmal. Der schaut immer so böse in die Kamera, der Jumbo. Okay. Man sieht ihm nichts an. Oh, man sieht ihm doch was an.
Wir sehen uns gleich wieder. Da setzen wir also. Sorry nochmal, dass es... Oh nein, der ist gar nicht gut drauf. Ich würde gerne was Schlechtes sagen, aber ich lasse erst mit Katja zuerst reden. Ich kann aber auch nichts Schlechtes sagen. Das ist sehr untypisch für eine Frau, ne? Ah, Junge. Schaut aus wie eine Pizza. Roch auch wie eine Pizza. Du hast, und ich weiß nicht, ob du Hilfe hattest bei der Auswahl, was es für eine Pizza ist, extrem genau das auf den Punkt getroffen, was ich auch Ich schwöre, ich wusste es nicht. Ich sage es mal so. Ich habe bestimmt in den letzten 10 Jahren unzählige Pizzen gegessen, die weit unter deiner sind. Weit unter deiner. Oh. Und da waren alle Landesgruppen vertreten. Ne? Teig, super. Garpunkt, extrem gut. So schaut eine Pizza aus, wenn sie aus Neapoli kommt. Fluffig. Und ich sag's jetzt mal so. Die hat den ersten Bissen gemacht, die Lady hier. Oh, ja. Hat so gemacht unterm Tisch. Und hat gesagt, die ist richtig. Geil. Das Beste an der ganzen Kiste ist die Kombination aus der nicht überwürzten Tomatensauce, nicht überwürzt, ist ganz wichtig, und der leichten Schärfe, die aus dieser Salsiccia Picante kommt. Und hier gibt's nichts zu meckern. Das Schlechteste an dieser Pizza ist die Kamera. Die Pizza ist für mich eine 10. Eine 10? Die Pizza ist für mich eine 10 und ich würde mit dieser Pizza stolz geschwellt in jeden italienischen Laden reingehen und würde dem hinlegen und würde sagen, guckst du, diesen Mann macht der Pizza richtig. Ja, danke, super. Es freut mich sehr. Ich hatte so großen Respekt, ich habe mich komplett ins Zeug gelegt und ich bin super, super, super froh für diese ganzen Bewertungen. Und mit einer 10 zu beenden, ist wirklich der Hammer. Also ich habe ja beim Herfahren gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie der kocht, und ich sag's dir, wenn das nur im Ansatz schlecht ist, werde ich es ihm auch sagen, weil ich habe auch einen Ruf zu verlieren. Ja, du kannst nicht hingehen und... wenn ich so ein Video machen würde. Stellt euch mal vor, ich mache das Video und koche einfach so richtig scheiße. Ich koche so scheiße, dass der kotzt. Das wäre so lustig. Stellt euch mal vor, ich mache das einfach. Ich koche für irgendeinen und das ist wirklich so schlecht, dass die Person wirklich einfach kotzen muss. Die Vorstellung. Kann man überhaupt so schlecht kotzen, kann man überhaupt so schlecht kochen? Digga, was ist denn hier? Schlaganfall. Kann man überhaupt so schlecht kotzen, dass... Kann man so schlecht kochen, dass jemand kotzt? Gott verdammt nochmal, Digga. Kann man so schlecht kochen, dass jemand kotzt? Du kannst jedem eine Lobbudelei machen. Ja. Und du bekommst von mir an der Stelle auch noch 2 extra Herzchen. Wow. 2. Weil du ein ganz toller Gastgeber warst. Wir haben ganz tolle Stunden bei dir gehabt. Und du bist auch sehr hübsch, Max, ja. Willkommen gerne wieder. Unbedingt. Dann vielleicht nicht hier, sondern bei mir zu Hause. Aber wir sehen uns am nächsten Sonntag um 14 Uhr spätestens wieder. Ja, da schauen wir alle rein. Das gucken wir uns an. Tschüss. Schaut alle bei Quan Crafter vorbei.